es lebt. Wasserinjizierte, luftprojizierte Strömungsdüse. Nichts Gefährliches. Schon wieder, Fadde? Ich bin nicht schuld. Du wolltest doch, dass der Ballon weiter und schneller fliegt. Aber keine Sorge, ich kümmere mich drum. Wie weit genau kann er uns denn tragen? Wieso? Geht es um das Orakel? Um deine Feinde zu besiegen. Und seien sie in Scharen. Such nach denen, die übers Meer gefahren. Simo und Lassite, die sind doch damals zusammen weggesegelt. Ja, vor ziemlich langer Zeit. Sie könnten mittlerweile auf der anderen Seite der Welt sein. Ja, genau. Fadde? Fadde! Aha. Wir wollen mit dem Ding auf eine lange Reise gehen. Wie stehen die Chancen, dass es nicht wieder explodiert? Mein getreuer Hammer. Er war doch im Getriebe. Jetzt sollte es funktionieren. Hochgeschwindigkeitsströmungsexpress-Service wo fliegen wir hin? Finde Simo. Folge dem Schmetterling. Bis nachher, ihr beiden. Wir sehen uns. Seht ihr was? Ich weiß nicht. Wasser, Wasser. Und oh, sieh doch, noch mehr Wasser. Ich würde alles dafür geben, eine Insel zu sehen. Mhm. Oh. Wie wär's mit einer riesigen, dunklen Sturmwolke? Ausweichmanöver zurück nach Centopia! Nein, wir können nicht einfach so umdrehen. Ausnahmsweise bin ich mal der Meinung von Captain Panik hier neben mir. Mia, wir dürfen nicht in diesen Sturm geraten. Wir können nirgendwo landen. Wir müssen umdrehen. Schnell ausweichen! Keine Sorge! Ich hab das unter Kontrolle!